Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und heute zeige ich euch mit meinem Projekt VPIN, wie man das Ganze noch schöner machen kann mit einem Pin2DMD, einem Topper und PIN-Sound. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich nach dem Intro. So, als allererstes installieren wir Visual Pinball komplett neu auf unserem System. Dafür nehmen wir das VPX2 Setup. Im Moment, in dem Zeitpunkt, als das Video entsteht, ist das das aktuellste und starten das Setup. Wir sagen ja, wir möchten es und dann gehen wir auch gleich weiter, installieren es in dem Ort, wo wir es installieren möchten. Bei mir ist es standardmäßig C Visual Pinball und hier ist auch schon das erste. Wir möchten Pin2DMD Support aktivieren und klicken nun auf Installieren. Wir tun natürlich DirectX zustimmen, wir möchten keine Werbung installieren. Und sagen ja, ansonsten funktioniert alles wie bisher. Klicken auf Fertigstellen. Net Framework ist natürlich bei mir schon auf dem neuesten Stand. Solltet ihr natürlich auch machen. Ansonsten wollen wir auch ein B2S aktivieren. Ist alles klar. Ist nun Registered. Hier gebt ihr nun eure Werte ein von euren Backglasses bzw. von eurem Playfield. Alles wie gehabt. Und schon ist Visual Pinball fertig aufgestellt. Nun. Für Leute mit einem echten Pin2DMD. Ihr seid jetzt vorerst fertig und kommt erst wieder später im Video mit. Ansonsten erkläre ich nämlich jetzt für Leute, die einen Monitor nutzen, wie Pin2DMD funktioniert. Leute mit einem echten Pin2DMD sind fürs Erste fertig, aber noch könnt ihr keine Colored ROMs nutzen. Aber zumindest funktioniert jetzt theoretisch schon euer Pin2DMD. Wir öffnen nun den Ordner VPinMame. Und im Ordner VPinMame sind zwei Dateien für uns jetzt wichtig, für die Leute mit einem Monitor. Das ist einmal die DMD-Device-DLL und die DMD-Device-Config. Für alle Leute mit einem Monitor, ihr ladet euch von Freezy GitHub das DMD-Ext runter und kopiert nun diese DMD-Device-DLL mit STRG C in den VPinMame-Ordner hinein. STRG V. Wollt es natürlich ersetzen. Und nun können wir hier die DMD-Device-Konfigurationsdatei öffnen. Ich hole sie mir kurz auf den Bildschirm zurück. Und nun seht ihr hier verschiedene Sachen, die ihr angeben könnt. Da komme ich gleich nochmal hinzu. Das Wichtigste ist aber jetzt erstmal, sind diese vier Zeilen hier mit X-Achse und der Größe des DMD. Das sind die vier wichtigen Zahlen für Monitornutzer. Wir starten jetzt einfach mal kurz einen Tisch. So machen wir nämlich das Ganze. So, wir öffnen Visual Pinball X. Starten nun den AC/DC Lucy, bei mir wäre das jetzt der Fall im Moment. Und sobald der Tisch startet, sehen wir nun die Werten, wie in der Config-Datei eingesetzt sind, dass das DMD auf dem Monitor 1 auf dem oberen linken Playfield zu sehen ist. Ihr seht es nun hier. Ja, also hier seht ihr es ja. So, da möchten wir natürlich das DMD nicht haben. Es ist auch noch viel zu groß und es passt nicht wirklich ganz. Daher schließen wir jetzt das Ganze. Schließen auch Visual Pinball. Dann hingeklickt. So, und jetzt öffnen wir wieder diese DMD-Device-Konfigurationsdatei und setzen nun hier bei X-Achse. Hier, ihr seht es nochmal, ich markiere es nochmal, die X-Achse. Das heißt, das ist der obere linke Punkt von eurem Spielfeld. Ich mache jetzt aus Spaß, einfach mal setze ich mal eine 500 ein, nicht 5000, und von oben runter setzen wir jetzt hier mal eine 100, so dass ihr seht, ja, 109 ist egal, es geht nur darum, dass ihr seht, dass ihr hier verschieben könnt. Bei mir steht Pin2DMD. Die Größe von 908 empfinde ich am schönsten und es passt auf meine Monitore nachher perfekt. So, wenn ihr diese Werte mal verändert habt, speichert ihr das Ganze ab, also STRG S und startet Visual Pinball 9. Und wir starten natürlich wieder in der AC/DC, weil ich mir schön oben dran. So. Ladezeit natürlich. Und jetzt müsste das DMD schon etwas verschoben sein. Ihr seht, ich habe die Werte verändert. Und so schiebt man das DMD, also das Pin2DMD, auf den gewünschten Ort hin, auf seinen gewünschten Monitor, auf die gewünschte Größe. So macht man das Ganze. So, nun zeige ich euch noch ganz kurz, was man sonst noch in dieser Config ändern sollte oder kann. So, das wäre nämlich einmal hier oben, Fit oder Fill. Kann man hier eintragen für die Data East oder die kleineren DMDs. Ich habe hier Fit. Genauso kann man hier sagen Flip Horizontally False. Ist eigentlich selbsterklärend. Da kann man das DMD-Image
vertauschen, von oben nach unten, links und rechts. Ansonsten bleibt hier Colorize ist true, das Virtual DMD ist true, Stay on top habe ich persönlich auf false. Es kann aber auch sein, ihr müsst es auf true setzen, es ist je nach System etwas unterschiedlich. Und das Wichtigste ist hier, hide the resize grip, den setzt ihr bitte schön auf true, wenn ihr fertig seid mit den der Anpassungsgrößen. Wenn ihr ganz fertig seid, dann ist diese untere weiße linke Ecke weg. So, ich werde nun aus meinem Backup meine Datei wiederholen, dass ihr dann auch seht, wie das dann bei mir fertig aussieht. Ich habe nämlich eine Backup-Datei. Wipp, den kippe ich zurück. Habe ich das in den richtigen Ordner? Nein, habe ich nicht. So. Dann zeige ich euch nämlich, wie bei mir das Pinto-DMD im Moment aussieht. So. Die Werte bei mir sehen so aus, dass so habe es jetzt ich im Moment gesetzt. Bei euch kann es natürlich nachher ganz anders aussehen, aber das sind meine Werte, so passt es auf mein System, das ist bei jedem System etwas unterschiedlich. Ich starte jetzt noch einmal den AC/DC Lucy, damit ihr seht, wie das Ganze bei mir ausschaut, und werde jetzt einfach mal hier kurz die Kamera schwenken, so dass ihr seht, wie mein System jetzt ausschaut. Ihr seht jetzt hier meinen Backglass-Monitor. Auf dem oberen Teil sollte nun mein Pinto-DMD erscheinen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Es spiegelt nämlich heute etwas um die Uhrzeit. Aber ihr seht, bei mir ist es dann jetzt im oberen Ausschnitt drinnen. So. So funktioniert es bei Monitoren. Die, wo einen echten Pinto-DMD nutzen, brauchen die es gar nicht. Denn das Pinto-DMD wird ja verschraubt auf die Stelle. Und dadurch hat man die alte System. So, kommen wir nun zum nächsten, das wir für Pinto-DMD machen müssen. Und das ist... Ich schalte nochmal die Kamera um. Das ist nämlich hier in VPIN-MAME den sogenannten Alt-Color-Ordner erstellen, weil wir möchten ja auch farbige ROMs nutzen, denn das Pinto-DMD kann nämlich richtige, vollwertige Farben unterstützen. In diesem Alt-Color-Ordner erstellen wir uns wiederum Ordner, die so heißen wie die ROM, dass das Spiel nutzt. Als beispielsweise jetzt hier, wir machen heute als Beispiel AC/DC. Das wäre ACD-168HC. Für den habe ich auch die ROM patchen müssen. Da findet ihr in verschiedenen Foren Anleitungen. Wie das geht, brauche ich euch nicht zeigen. Es ist nicht schwer. Die Anleitungen, die es in Foren gibt, erklären alles Wort zu Wort. Da muss man das nicht noch per Video zeigen. Ansonsten sieht das Ganze so aus. Also der Ordner hier heißt wie die ROM. Und in diesem Ordner befindet sich eine pinto-dmd.pal. Das ist die Farbpalettendatei. Habt ihr das nun alles richtig gemacht, dann ist euer Pinto-DMD farbig. So, nun öffnen wir VPIN-MAME Setup. Ja, und sagen nun Setup Defaults. Als neue Defaults möchtet ihr erstmal haben Skip Pinball Startup Sound, Use Samples, Ignore ROMs, Cabinet-Modus an, falls ihr ein Cabinet nutzt, Show DMD aus, das wäre VPIN-MAME DMD. Wir möchten Use External DMD nutzen, das ist unser Pinto DMD. Und auf Colorize DMD, damit es auch farbig wird, vor allem wenn wir eine Pinto DMD Palette nutzen. Und das war es schon, das Ganze. Jetzt ist euer Pinto DMD richtig eingesetzt. Dies mit diesem Alt-Color-Ordner machen alle, egal ob Monitor oder echtes Pinto DMD. Mit diesem Ordner und diesen Pinto DMD Paletten werden eure ROMs nachher komplett farbig, als beispielsweise jetzt der AC/DC wäre farbig. Ich könnte den jetzt auch mal kurz starten, damit ihr seht, dass es voll farbig ist. Ich könnte aber auch einen anderen Tisch starten. Aber glaubt mir, ab jetzt sind sie voll farbig. So, kommen wir nun zu PinSound. PinSound funktioniert im Prinzip nämlich genau gleich wie Pinto-DMD. Ihr erstellt euch hier im Ordner VPIN-MAME einen Ordner Alt-Sound. In diesem erstellt ihr euch wiederum Ordner. Wir nehmen jetzt hier als Beispiel den Terminator 2. Das wäre nämlich hier T2L8. Und so heißt die ROM für den Terminator 2. Und in diesem Ordner packt ihr das hier rein, das ihr von PinSound heruntergeladen habt. Mehr ist das nicht. So, wenn wir nun wieder zurückgehen, jetzt öffnen wir Visual Pinball 10 oder 9, je nachdem, ist egal. Starten nun hier den Terminator 2. Öffnen wir das Ganze. So. Wieder eine kurze Ladezeit. So.
Nun drücken wir F1 auf unsere Tastatur und VPIN MAME öffnet sich. Und jetzt kommt das Ganze, was wir nämlich setzen möchten. Standardmäßig ist hier eine 0 und hier eine 0. So, wenn wir PIN-Sound nutzen möchten, tun wir bei U-Sounds eine 1 setzen und bei U-Samples auch eine 1. Klicken auf OK, schließen den Tisch und starten ihn neu. Ich mache dann kurz den Sound an, schalte kurz hier meine Kameras wieder um, sodass ihr das alles mal seht. Wir machen das Ganze bei mir mal hier etwas lauter. Ihr seht dann auch, das Pinto DMD ist jetzt farbig in dem Ganzen. Ich hoffe, es spiegelt zwar das doof, aber ihr könnt es, hoffe ich, doch gut erkennen. Und nun nutzen wir PIN-Sound beim Terminator 2. Eine sehr schöne PIN-Sound-Anleitung. Wenn ich jetzt nämlich mal Start drücke, hört ihr es? Es ist ganz anders. Ja? Ansonsten, so funktioniert PIN-Sound. Es gibt Tische, da lohnt es sich mehr. Es gibt Tische, da lohnt es sich weniger. Aber kann ich nur empfehlen. So, kommen wir nun zu den Topper-Settings, die wir möchten. Wir öffnen nun von Pinball X das Settings, sagen ja. Oh, ich hole es uns kurz auf den Bildschirm zurück. Klicken auf Advanced. Gehen auf Weiter. Die Pinball X-Einstellungen sind bei euch natürlich etwas unterschiedlich als bei mir, aber sie bleiben im Großen und Ganzen gleich. Direct B2S im Frontend, ja, nein. Alles andere habe ich ja schon mal erklärt. So, das Wichtigste, was wir jetzt wollen für Topper, ist, wenn wir hier runterfahren, nämlich aktiviert den Topper. Zuerst sagt ihr natürlich euer DMD, wo es sein soll, falls ihr einen Monitor nutzt. Wenn ihr ein echtes Pinto DMD nutzt, ist das natürlich hier enabled. Ansonsten sagt ihr jetzt hier unten bei dem Topper, ja, wir möchten einen Topper nutzen, auch das, welches Display das ist und welche Position das ist, genau gleich wie vorher bei dem Pinto DMD. Und tragt das Ganze hier eure Werte ein, die auf euer System passen. Die sind meine Werte, die werden vielleicht nicht bei euch funktionieren. Ansonsten, alle anderen Einstellungen bleiben gleich. Habe ich schon im anderen Video gezeigt, wie die Pinto DMD Einstellungen ausschauen. So, dann gehen wir nun in lokaler Datenträger C in Pinball X, öffnen Media, gehen in unseren Visual Pinball Ordner, beziehungsweise den Ordner, wo ihr Visual Pinball aktiviert habt. Und jetzt hat es hier was Neues, heißt nämlich Topper Videos. Wo haben wir es denn? Hier Topper Videos. Und da seht ihr schon, da sind ein paar Videos drin. Die habe ich dann dementsprechend im Game Manager eingefügt. Zeige ich euch auch kurz, wie ich das gemacht habe. Aber so sehen die dann aus. Und die fügen wir hinzu, nachdem wir sie heruntergeladen haben mit dem Game Manager. Wir nehmen jetzt als Beispiel gleich den AC/DC oder den Attack from Mars. Die sind nämlich oben. Wir klicken hier oben Select, wählen unser Spiel aus. Hier unten Select, wie er heißt, für eine XML-Datei. Klicken hier Hide Topper weg und dann sagen wir hier bei All-in-One Topper, klicken auf Import und suchen uns nun den Ordner, wo wir den Topper heruntergeladen haben und fügen ihn so hinzu. Wie das Ganze nun ausschaut im fertigen Zustand mit Topper, zeige ich euch, indem ich Pinball X einmal starte. Etwas laut eingestellt. So. Und dann sieht das Ganze nun bei mir so aus. Im oberen Bereich wird mein DMD angezeigt und im unteren Bereich der Topper. So. Der Topper bleibt bestehen. Dadurch sieht das Ganze richtig toll aus. Bei mir ist der Topper ein Downer, kein Topper in dem Sinne, sondern ich kann hier Videos laufen lassen, die zum Spiel passen. Zum Beispiel jetzt hier Attack from Mars, passt es richtig gut. Im oberen Bereich wird mein Pinto DMD angezeigt und im unteren Bereich der Topper. Das ist das Ganze, so kann man sich sein System um einiges schöner machen und es funktioniert einwandfrei. Ich habe auch keine FPS-Einbrüche dadurch, nichts, ja. Also es funktioniert einwandfrei, ich kann es jedem absolut nur empfehlen, so zu machen. Ansonsten beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und euch einige Sachen erklären. Lass mal so, ist glaube ich besser, sieht man euch besser. Ich hoffe, ich konnte euch alles erklären. Falls ihr Fragen habt, wie man das alles macht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche sie natürlich wieder zu beantworten. Ansonsten, ich bin euer Bambi Plattfuß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.